Der alte Elbtunnel ist ausgezeichnet worden als ein Wahrzeichen, als ein Zeugnis der Ingenieursbaukunst. Und ich glaube, das ist sehr nachvollziehbar, denn dieser Elbtunnel wurde vor über 100 Jahren mit den damaligen technischen Möglichkeiten zum ersten Mal in Europa als ein großes Unterwasserbauwerk geplant und erstellt. Der St. Pauli-Elbtunnel ist ein Wahrzeichen unserer Stadt, ist aber auch ein Kulturdenkmal für ganz Deutschland.